Moin Moin und willkommen zurück zu FIFA 20 Karamodus mit dem HSV, natürlich wieder mit mir und dem Dominik. In der letzten Folge haben wir gegen VfL Bochum gespielt. Und ja, man sieht schon später Ausgleich von Jairo Feiner Bochum Sieg. Das war ein Spiel. Also wir dachten schon, gegen Meppen wird es schwer im DFB-Pokal. Es war auch schwer. Aber dann kam Bochum. Nach einer 1-0-Führung für den HSV kam eine 2-1-Führung für den Bochum. Dann 2-2. Denn in den letzten 5 Minuten... Das 3-2 oder in den letzten 10, ich weiß gar nicht mehr so genau. Hier sieht man schon, Lee Chung-Yong, 2 Tore. Das war also wirklich ein Topspiel. Das kann man sich nicht geben, echt. Und dann in der letzten Sekunde, also wirklich, macht Jairo das Tor. Nach dem Fehlpass von Bochum. Es war echt, also mehr Glück konnten wir nicht haben. Ich habe mich gefreut wie sonst was. Wir haben ein Angebot für Jančičić, 2 Millionen knapp. Wir verhandeln mal. Na, da geht noch was. Guck mal, die wollten eine Hand haben. Cardiff City, jetzt wollen die Jančičić haben. Schauen wir doch mal. So, wir überspringen mal die ganze Sache hier. Neue Transfersumme vorschlagen. Wir machen daraus 3 Millionen. Letztes Angebot. 2,5. Gut, dann ablehnen. Bin ich knallhart. Wenn ihr nicht mal nach dem zweiten Mal ein bisschen mehr drauf geben, weißt du, dann wollen wir nicht weiter schnacken. So, wir können wieder trainieren. Das werden wir auch machen. Jedoch werden wir, obwohl da wieder jetzt ordentlich zulegen, das ist gut, der auch. Wir nehmen Jančičić raus und nehmen rein. Ach ja, wir haben ja hier noch. Stimmt, wir haben hier noch gute Torhüter. Deswegen nehmen wir mal den Torhüter mit rein. Ja, hat sich ja gelohnt. Aber läuft, würde ich sagen, läuft. So, machen wir erstmal weiter. Wir haben, gegen KSC müssen wir ran. Nationaltrainer-Offerte für Ägypten. Ja, sorry, das werde ich ablehnen, also das tut mir leid. Ich möchte mich erstmal voll auf den HSV konzentrieren. Und wir werden wahrscheinlich ein bisschen umstellen. Oder wir lassen es so, ich weiß noch nicht so ganz. Also den Hinterseher möchte ich gerne mitnehmen fürs nächste Mal. Und wem nehme ich raus? Wir lassen das so. Wir gehen das Risiko ein. Bobby Wood, du musst jetzt diesmal Leistung zeigen. Wirklich, das meine ich voll ernst. Wir lassen es so. In der Hoffnung, dass das jetzt lübt. Wirklich, so. Karlsruhe, da haben wir eigentlich gute Erfahrungen immer gemacht. Jascha zur Heide. Jetzt kriegen wir hier jeden Schiedsrichter. Also jetzt fällt es mir irgendwie wieder auf, welchen Schiedsrichter wir immer haben. Vorhin war es Harald Fimmler. Ah, der muss rein. Das ist... Der muss auch rein. Der ist drin. Schönes Tor. Schönes Ding. Ah, Wolli ist stark, irgendwie habe ich das Gefühl. Ah, was ein Strahl. Warum kommen die Strähle nie? Oh, den hält er ernsthaft? Wie frech ist das denn? Schießt ein Abseits, Kollege. Jetzt ist okay. Okay, viel Spaß mit Van Buschmann und Wolfuß. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Wie würdest du die Gäste einschätzen?
Sie wollen unbedingt den Titel. Bisher können Sie das auf dem Platz aber leider nicht zeigen. Sie müssen sich ordentlich reinhängen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der Karlsruher SC heute mit dieser Aufstellung. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. So, da hat KSC Anschluss und es geht los. KSC von links nach rechts in. Ja, wie soll es auch anders sein? Blau gegen den HSV von rechts nach links mit den weißen Trikots und roten Hosen. Und der erste Fehlpass vom KSC. Und die erste Möglichkeit vielleicht schon für den HSV. Bobby Ward und das ist das 1:0. Zweite Minute. Ey, die letzten zwei Spiele. So ein Krampf, nach vorne zu kommen. Und jetzt Jatta und Bobby Wood. Aber wir haben, müssen wir auch sagen, im Training haben die einen Zusammenschiss gekriegt, du. Das sag ich dir. Das sag ich euch. Dass das ja so nicht weitergehen kann. Sein drittes Tor in der Bundesliga. In der zweiten Bundesliga, wohlbemerkt. Das war jetzt sehr, sehr wichtig für die Moral, dass wir das doch noch können, dass Tore schießen, auch frühzeitig. Und das ist der Ballverlust. Und auch noch gute Pässe machen können. Das war jetzt stark gespielt von allen. So, hier wieder Bobby Wood. Fein. Fein immer noch. Luciak, Bobby Wood! Der hatte das 2:0 auf dem Schlappen, aber man merkt schon, das Spiel läuft ein bisschen anders hier als die letzten Male. Es harmoniert irgendwie besser, habe ich irgendwie auch im Urin. Oh, die fangen jetzt auch schon an mit Hackenpässen. Ist jetzt irgendwie zur Mode geworden, dass man gegen den HSV ruhig mal gut und gerne Hakenpässe benutzen kann. Die Chance auf den Konter. So, Jatta, jetzt schön viel Platz. Da geht er in den Strafraum. Aber gut gemacht, kein Foul. Leibold! Was stehst du da hinten? Wir sind doch auf dem Weg nach vorne gewesen. Das war jetzt mehr als ärgerlich gerade wieder. Oh, das war schön gespielt. Das war schön gespielt. Diesmal kann sich Jatta durchsetzen. Und Bobby Wood! Schönes Ding! Richtig stark gespielt. Durch die Beine vom Keeper. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ja, wollen wir mal hoffen. Jatta und Wood. Das ist ein sehr gutes Team da vorne. Das gefällt mir.
Aber diesmal stand auch Bobby Wood sehr, sehr gut. Hat auch diesmal gut aufgepasst. So, stark gespielt. Da ist jetzt Aaron Hunt. Aaron Hunt immer noch. Stark gemacht. Da ist... Oh Gott. Oh Gott. Das war wiederum schwach. Komm, Rick, diesmal verteidigst du bitte richtig. Sehr stark gemacht. Ah, gut, wiedergeholt da. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Macht er gut. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Pass. Gefährlich. Ah, schade. Ah, der ist nicht, der ist, glaube ich, der Stärkere von beiden. Jetzt der Ballverlust. Sehr stark gemacht. Ja, könnte was werden. Ah! Oh, was habe ich Rick gekriegt? Oh, das war nicht gut, nicht drauf geachtet. Ja, das Spiel läuft besser, aber wie gesagt, wir haben ja gute Erinnerungen hier in Karlsruhe. Man merkt es direkt. Ja, sehr schön. Und jetzt da, oh, genau das meine ich mit den hohen Steinpässen. Wenn der lang und weit gekommen wäre, dann, oh. Dann wäre alles Chico gewesen. Jetzt, jatta. Oh, was eine Granate. Schade. Hätte das 3-0 sein können hier. Für den HSV. Karlsruhe muss sich in Acht geben. Der HSV will diesmal. Der HSV will diesen Sieg. Wieder Jatta. Es geht hier auch nur noch über Jatta. Schwache Flanke. Flanken brauchen wir gar nicht probieren, glaube ich. Tide. Ah, gute Kombination hier von Karlsruhe. Ja, oh, ich dachte Leibold, den hetzte, aber nee. Ja, Jung, hast du. Sehr schön. Oh, Duziak, das war einer der schwächeren Sorte. Stark gemacht, Jung. Aber der Ball ist da noch sehr, sehr heiß im Strafraum. Oh, super gespielt. Aber der Ball ist immer noch ganz schön heiß da. Ja, willst du weiterspielen oder? Oh, das verstehe ich in FIFA nicht. Dann bleibt er einfach stehen und tut gar nichts. Aber ich will mich gar nicht aufregen. Wir führen 2-0. Nur jetzt müssen wir langsam mal wieder zur Ruhe kommen hier. Sehr stark. So, jetzt fein. Da hast du ihn gezeigt. Da kriegst du den auch. Da musst du auch laufen, Bobby. Also, das ist so das, was ich meine. Ah! Oh, starker Kopfball. Ah! Das ist schon wieder ein sehr, sehr intensives Spiel hier. Stark gemacht, Jatta. Stark gemacht. So, jetzt Aaron Hunt. Und Bobby da drüben ist nah rein. Oh, was? Ja, gut, das ist schwierig anzu... Oh, was eine starke Annahme, aber... Oh, der Ball ist noch drin. Junge, das war gut. Nein, oh. Ja, gleich ist eh Halbzeit. Dann können wir mal ein bisschen runterfahren hier.
Haben wir Zeit, haben Zeit. Scheinbar alles im Griff. Starke erste Hälfte. Ja, am Ende ein bisschen nachgelassen. Aber dennoch ganz schön stark. Nürnberg führt 1-0 gegen Osnabrück. Heidenheim unterliegt Sandhausen 1-0. Ja, es ist eigentlich ein gutes Spiel. Hier und da ist es noch verbesserungswürdig, aber so kann man auf jeden Fall gut in die zweite Halbzeit starten. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, der HSV aktuell stehen sie auch auf dem ersten Platz. Da können wir auch mal ein bisschen über den HSV reden. In echt. Ah, Mann. Im DFB-Pokal letztens erst rausgeflogen. Gegen... Das letzte Spiel war jetzt gegen... Weiß gar nicht. Ja, schön gemacht! Gegen SVW in Wiesbaden. Richtig schön gemacht. Bobby Wood und Fein. Jetzt hat er da sein Tor. Sehr stark gemacht. Gegen Wiesbaden gab es ja leider nur ein Unentschieden, aber muss man ganz ehrlich gestehen, das haben sie auch nicht gut gespielt. Ja, also, meiner Meinung nach wieder sehr, sehr dumm. So, stark. Und jetzt gegen Kiel demnächst, das nächste Spiel. Oh, nee. Nara, ja, vielleicht hätte Wood auch noch einen Schritt zurückgehen können. Aber das war nicht genau gespielt. Das war schwach. Wie ich hörte, hat er gerade bei Manchester City unterschrieben. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Duziak. Macht er gut. Tolles Tor. Oh, stark gemacht. Jetzt da Duziak. Schön. Das war schön. Schön gespielt auch von Wood. Und Duziak. Der defensiv orientierte von den dreien im Mittelfeld, ja? Muss man dazu sagen. Steht da richtig und macht das Tor. Ganz, ganz stark, wirklich. Super gespielt, Jungs. Das war sehr, sehr stark gespielt. Oh, das war eigentlich absehbar. Ah, Einwurf Hamburg. So, jetzt können wir schon einen Gang zurückschalten. Aber die Jungs wollen noch. Die sind heiß. Die sind heiß. Die sind sehr, sehr heiß. Ah, ich wollte eigentlich zu Gamaria. Duziak! Abgefälscht, müsste Ecke geben. Gibt es auch. Aaron Hunt, Jairo kommt. Jairo hat mir sehr gut gefallen, deswegen spielt er jetzt auch. Oh, schade. Oh, Junge, du, hier bist du falsch. Starke Grätsche. Starke Grätsche. Sehr stark. Oh, super geklärt, ey. Ah, der ist stark. Der hat Potenzial, glaube ich. Der hat Potenzial, was Großes zu werden hier beim HSV. Oh, der Pass kommt an. Leibold. Oh, mit der Hand, glaube ich, abgewehrt, oder? Aber, ey. Soll uns nicht interessieren, wenn der Schiri das nicht pfeift. Rick van Drongelen. Hat er selber Schuld. So, stark gespielt. Da drüben ist Leibold gewesen. Sehr stark. Und da ist wieder Naray. Da ist Naray. Naray mit der schwachen Mitnahme. Oh. Nein, der ist auch nicht schlecht, der Naray. Also der macht sich hier. Der macht sich echt gut. Also in echt halte ich nicht viel von ihm tatsächlich. Aber hier in FIFA ist er echt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt der Ballverlust. Aber so ist das manchmal, ne?
Sie stehen jetzt sehr tief. Oh, das war wieder schwach fein. In solchen Duellen gewinnt immer die CPU. Ich weiß nicht warum. Stiefler. Sieht gefährlich aus. Oh, das war auch eine schwache Mitnahme. Schön gemacht, Leibold. Wir gucken mal, was hier mit der Ausstellung passiert ist. La 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 la. Okay, ja. Nee, lass mal Jairo bitte in der Mitte. Wir können ja auch so machen, dass David kommt, Jatta rübergeht, Narai hierhin, dann dahin und dann, ja, so sollte es passen. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Jetzt ist es soweit. Er hat nicht schlecht gespielt, aber ich glaube, das Rotieren ist jetzt auch nicht verkehrt. Da ist Jairo wieder. Der ist sehr, sehr gut drauf. Oh, der ist so schnell. Der ist gut. 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 Pass, weg ist der Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Kann er was draus machen? Der sollte hochkommen! Hä? Jari, was ist da los? Oh, kriegt der nicht. Sehr schön. Nochmal ein Wechsel hier. Bei KSC. Oh. Bert, fein war das, ne? Mit dem Pass. Glaube ich. Das war... Was macht er drauf? Heuer Fernandes, hast du sicher. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sehr schön, jetzt Bobby Wood. Das ist dein Tor. Nein! Oh Mann! Ball kommt in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig. Ich dachte, er ist drin. Also da war ich... Oh. Starke Grätsche in der Reihe. Super, wie sie da drum waren. Da ist der Ballbesitz. So, komm. Jairo. Ja, energischer Vorstoß. Macht er gut. Jairo. Ah, warum geht der mir jetzt einfach nach, Jatta da drüben? Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und ziehe Hat er. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Duziak. Bobby Wood. Vorteil ist angezeigt. Ja, probieren wir es nochmal mit dem Freistoß. Da gibt der Freistoß. Da können wir nochmal Kind Zombie reinpacken. Und dann war's das, glaube ich, auch schon, ne? Obwohl wir nehmen, können wir auch machen. Ah, hat er schon durchgeführt, schade. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Jetzt müssen wir kurz gucken, wer die besten Freistoßwerte hat. Tatsächlich er hier. Okay, ja. Ich denke mal, die kommen dann immer... Ah, ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, wie ich die schießen muss. Ich habe echt keinen Schimmer. Muss mir da mal zu einem Video angucken, wie es am besten geht. Jairo. Viel Platz jetzt auf außen. Oh, ich dachte... okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so easy vorbeikommen könnte. Oh. Stiefler. Ja, ist toll gewesen. Nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vor unserer Deutschen. Kind Zombie. Jairo. Bobby Wood. Ja, da. Genau da. Klasse.
Nee! Oh, da hättest du zu Bobby spielen sollen, nicht in die Mitte weiter rein. Also tiefer rein. Stiefler. Aber das Spiel ist ja eh gleich vorbei, glaube ich. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Schönes Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Oh, das ist gefährlich, wie er hier reingeht. Den Ball hat er nicht voll. Ja. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Kind Zombie. Aber ich finde, man merkt, nachdem Jairo hier drin ist, dass da auch noch mehr Feuer reingekommen ist ins Spiel. Also der Jairo, der gefällt mir. Habe ich unterschätzt, tatsächlich, echt. Stark. Starkes Spiel. 4-0, klarer Sieg. Das war jetzt auch dringend notwendig, um mal wieder an der Vormappen anzuknüpfen wieder. Bobby Wood hat in der ersten Hälfte ein starkes Spiel gemacht. War super. So, Interview. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, gerne. Wood hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Ja, insgesamt eine tolle Leistung. Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser Leistung. Natürlich war Wood überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei Hamburg das Team der entscheidende Faktor ist, glaube ich, stand da. Karlsruher SC ist ihnen deutlich unterlegen. Das zeigen ja auch ihre 4 Tore. Was raten Sie Ihrem Gegner? Nicht nachlassen. Hamburger SV arbeitet hart und das Ergebnis ist der verdiente Lohn dafür. Ich rate den Gegner, das auch so zu machen. 4-0, ein überzeugender Sieg. Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftritt Ihres Teams? Das sag ich doch, schon gut. Ja. Wir haben unser Ziel erreicht und die Punkte geholt. Die Leistung möchte ich nicht im Einzelnen analysieren, da für mich jetzt bereits die nächste Aufgabe im Fokus steht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen, bitte. Ja? Gerne. Tschüss. Hau rein. So. Man sieht, wir sind da oben weiterhin drin. Hannover ist leider uns 2 Punkte voraus. Ah, Hannover ist gut drauf. Ja, das ist leider so. Aber wir sehen, Bobby Wood ist aktuell der mit den meisten Toren hier in der 2. Liga. Oh Gott, ich musste gerade voll gehen. So, das war diese Folge. Der KSC hat 4-0 verloren und der HSV hat 4-0 gewonnen. Ha. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Einmal Daumchen nach oben. Würde mich freuen, auch wenn ihr das nächste Mal dabei seid, hier bei FIFA 20 Herrenmodus mit dem HSV und natürlich wieder mit mir, den Domi. Tschüss, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.